Hallo ihr Lieben, ja, heute habe ich mal einen Quick-Tipp für euch und zwar geht es um die neuen Folder, diese 3D-Folder von Action und die sind ja hier so ein bisschen, haben hier halt so mehr Dimensionen und ich habe da echt ein bisschen rumpruckeln müssen, bis ich rausgefunden habe, wie die optimal gehen. Ich glaube, bei dem Herz sieht man es hier noch mal ein bisschen besser, wie viel verschiedene Höhen hier halt drin sind. Ja, und das ging jetzt nicht so ganz einfach. Also einfach schnappen und durchjagen könnt ihr vergessen, weil die sind nämlich echt dick, die Teile. Und nur so funktioniert es auch nicht. Ich habe jetzt aber rausgefunden, wie es super gut geht. Und ich schnapp mir gleich ein Papierchen und dann zeige ich es euch einmal. Und zwar habe ich hier ein Kartenrolling in 21x15. Und den lege ich mir dann theoretisch wie gewohnt in meine Karte rein. Ich gucke jetzt natürlich, möchte ich die Sterne nach außen gedrückt haben oder nach innen. Ich habe meine Karte jetzt so gefaltet, ich möchte sie nach außen haben. Also gucke ich, dass eben die Teile, die dann nach außen prägen, oben sind. Und packe mir das so in meine Big Shot. Und so funktioniert es nicht. Ihr müsst die zwei wegklappen und müsst nur das einer Teil nehmen, dann das Teil drauf, am besten so rum, wo oben dieses geschlossene Teil ist und dann nehmt ihr nur eins von diesen Teilen und dann könnt ihr es durchkurbeln und dann gibt es einen guten Abdruck, ich zeige es euch. Und ja, auch hier muss man echt schon ein bisschen Kraft aufwenden und ihr werdet gleich merken, wenn ich am Ende angekommen bin, plopp, genau. Ja, und ich mache es ruhig ein zweites Mal, damit es intensiver ist. Also ihr merkt schon, da ist ganz schön Druck auch drauf. So, ja, und so sieht es jetzt aus. Ich weiß gar nicht, warum das hier so schmutzig ist. Ach so, ich hatte hier vorhin mit Farbe was gemacht, genau. Bei einer anderen und da ist anscheinend hier irgendwie noch Farbe dran. Naja, nicht so schlimm. Sollte ja jetzt nur zum Vorführen sein. Ja, und so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also es hat hier jetzt tatsächlich ordentlich Dimension und ist eben in verschiedenen Höhen. Ich nehme gerade mal noch ein anderes Papier und zeige es euch nochmal mit dem Herzen. So, und hier habe ich jetzt ein Papier von Stampin' Up. Ich glaube, Flüsterweiß ist das. Dürfte 15 breit sein, also dass es hier wirklich gerade noch reinpasst. Ja, und da mache ich es genauso wieder mit dem Einer und nur ein Teil obendrauf und kurbel mir das wieder zweimal durch. So. Und ich hoffe, dass ihr das hier ganz gut sehen könnt. So, ich habe hier einmal ein bisschen Ordnung gemacht, habe mal die Big Shot an die Seite geräumt und was ich jetzt mal mache, ich nehme mir mal hier so ein Teil und mal hier mal ein bisschen drüber, damit ihr mal seht, dass die Dimension hier mal besser rauskommt, dass ihr das mal besser erkennen könnt. In welchen verschiedenen Höhen und Tiefen das ist. Ja, wundert euch nicht, dass das hier so ein paar Krümel gemacht hat. Ich habe vorhin noch was anderes damit gemacht. So, und zwar seht ihr es jetzt wahrscheinlich besser. Es ist also wirklich so ein bisschen 3D-technisch. Ich mache es auf der anderen Seite auch mal. Da haben wir ja das Umgekehrte. Das muss jetzt nicht besonders schön sein. Es soll einfach nur, wie gesagt, ein Quick-Tipp sein, dass ihr einmal sehen könnt, wie das Ganze dann so ungefähr aussieht am Ende. Ja, und das ist jetzt dann halt die andere Seite, wo es quasi nach innen geprägt ist, weil ich finde es nach außen geprägt schöner, aber das ist ja Geschmackssache. Ich hoffe, ihr könnt es wirklich erkennen. Aber ich habe es jetzt so ziemlich in alle Richtungen, also irgendwo habt ihr es bestimmt gesehen. Ja, genau. Und das war auch schon mein kleiner Quick-Tipp für diese neuen
Embossing Folder von Stampin' Up, genau. Von Action. Die sind wirklich sehr dick und stabil. Ich gucke hier auch mal gerade, wie breit sind die eigentlich? Ja, hier, also die sind einen halben Zentimeter hoch. Das ist echt schon eine ganze Menge. Ja, die machen super schöne Abdrücke, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also einfach nur Big Short schnappen und durch funktioniert nicht. Nehmt eben nur die einer Höhe und dann nur eins von den, ich weiß gar nicht, wie die Teile heißen, diese Schutzteile, die man normalerweise unten und oben hin macht. Und wie gesagt, dann kriegt ihr eben einen perfekten Abdruck. Ich habe es auch mal probiert mit diesen Gummiteilen, die es ja bei Stampin' Up auf jeden Fall irgendwie neu gab. Die hatte ich mir gekauft. Diese Teile hier, da gehört ja dann noch so ein Plastikteil dazu. Und da habe ich auch mal mit rumprobiert. Und ich hatte, das hier war auch schon zu dick. Aber mit dem hier, da ging es. Und zwar, wenn ich das unten drunter gemacht habe und dann nur die ganz dünne Form, also nicht mal die Einer, sondern die Nuller quasi. Ich hol's und zeig's euch. Also, wenn ihr jetzt die Teile von eurer Big Shot habt und dann habe ich dieses Teil hier genommen, habe dann nur diese dünne Gummimatte unten drunter gelegt und dann eben das Papier, in dem Fall war das dieser Folder hier, den habe ich da reingetan. Und dann auch oben nur ein Teil drauf. Und dann kam das so raus. Und vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich räume gerade alles nochmal weg und dann zeige ich es euch nochmal. So, ich habe mir hier nochmal eins meiner Lieblingsfarben geschnappt und gehe hier jetzt auch nochmal so ganz vorsichtig ein bisschen drüber, um euch das zu zeigen. Ja, und mit dieser Gummimatte hat man dann eben so einen Effekt, dass es nicht ganz tief reingeprägt ist, sondern nur an ein paar Stellen irgendwie und an ein paar Stellen fast gar nicht. Und das fand ich eigentlich auch ein ganz cooler Effekt. Also an manchen Stellen ist es wirklich richtig hoch und an anderen Stellen ist es halt ja so ganz wenig nur. Und das war eben dieser Unterschied mit dieser Gummimatte und hier ist halt mit diesen kompletten Plastikteilen und da ist es halt wirklich sehr ausgeprägt und hier ist es dann eben nur teilweise. Also so ein Effekt ist ja manchmal auch ganz cool, ne? Genau, also das waren jetzt so diese, ja, die zwei Techniken eigentlich nur. Genau, und ja. Genau, das war's. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen, dass ihr da nicht lange rumprobieren müsst. Dann könnt ihr es gleich in die Big Shot packen und wisst gleich, wie ihr es gut durchbekommt und müsst nicht hin und her probieren. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine Quick-Tipp gefallen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.